Hallo und herzlich willkommen zu Baldur's Gate 3. Ja, und wir haben ja noch eine Entscheidung ausstehen. Also hier diese verrückte Joe. Möchte schon wieder experimentieren. Aber nicht mit mir heute. Nein. Not even for the betterment of the alchemical arts the realm over. Not even for that. Nicht mal dafür. Nicht mal dafür. Wo sind wir hier eigentlich? Ich muss irgendwie hier drauf kommen. Was ist das denn? Alexander Regenwald. Private residence of Oliver Tofoko. If I'm not here, I'm waiting to greet you downstairs at Beehive Goods and Wares. Bienenstock gemischt waren. Trust me. When you're older, you'll appreciate the breaks. Sorry, we can't sell you the broadsheet yet. Got to take my stinky break first. Boring. No. Oh. Beehive Goods and Wares. Sollten wir da mal. Guten Tag. What are you after, friend? Got grub, potions, a few nice vintages. Best stock up now before someone clears me out to fill their larder. Okay. Boah. Die wären natürlich gut, ne? Was habe ich an Gold? 10.000. Die 10.000, die ich auch brauche. Nee, sorry, Alter. They say there's trouble heading for the city. If that's so, then these goods will be like gold dust before long. Nee, Jung. Nee. Would you rather be as the superior officer? I think I'll delegate all the sentry shit to Gonfalon and catch me a nap. Okay. Was ist das hier? Central watchtower of the Flaming Fists. Oh. Considering an army of cultists is on its way to cut our throats. Da komme ich doch auf die. Die Brücke drauf, oder nicht? Jo. Da hinten steht eine Truhe. Das war alles schon so. Was stand da? Saarpalast. Okay. This is the palace of Cazador Zar. Entry is forbidden. Leave now, citizen.
Tieferkennen gescheitert. Euer Meister hat mir befohlen, die Sicherheitsmaßnahmen zu inspizieren. Hast du ein Schwein? Of course. Whatever the master desires. Enter freely and of your own will. Ich habe sogar einen Schlüssel von ihr gekriegt. Die faucht mich an, die Ratte. Okay. Ist das ein Schild? Schade, ich habe mich schon auf so ein kleines Kämpfchen gefreut gehabt. Definitiv brauchen wir das. Gehe ich denn richtig? Scheint fast so. Diener-Etikette des Saar-Palasts und ein Schlüssel. Merkt euch diese Regeln und befolgt sie stets. Verrichtet eure Arbeit im Stillen. Redet nur, wenn ihr angesprochen werdet. Der Meister mag es ruhig. Wenn ihr nicht beschäftigt seid, dann findet etwas zu tun und seht beschäftigt aus. Der Meister mag Fleiß. Wenn ihr dem Meister begegnet, dann bleibt stehen und blickt ehrfürchtig nach unten. Der Meister mag es, respektiert zu werden. Kein Pfeifen? Kammerherr Dufay. Okay. Ja, Schlüssel. Nimm auch mit. Ist wahrscheinlich derselbe Schlüssel, den wir schon haben. Come on, open up. Irgendwie fühle ich mich schlecht, dass ich Asterion nicht dabei habt, ne? Andererseits halte ich es für eine absolut bescheuerte Idee, ihn mitzunehmen. Wenn der Meister Macht über ihn hat. Arthur Gods truly this petty. Aha. Geht nicht. Ich fühle mich schlecht. Ich fühle mich schlecht, wenn ich Asterion nicht dabei habe. Zwei Journaleinträge verfügbar. Roland ist dankbar, dass wir geholfen haben, seine Position im Rahmen zu sichern. Die volle Macht des Turms steht uns zur Verfügung, sollten wir sie je brauchen. Sehr schön. Schnibbels. Hälfte seines Leichnams haben wir. Okay. Wir haben Casados Palast betreten. Wir sollten uns nach Hinweisen umsehen. Gale hat sich auf den äußeren getroffen. Sie hat ihm die wahre Natur der Kugel offenbart, dass sie das kasaristische Gewebe ist, halb geformte Magie, geschaffen von Krasus, als er versucht hat, zum Gott der Magie zu werden. Mystra hat verlangt, dass Gale die Krone nimmt und ihr bringt. Im Gegenzug wird sie ihn von der Kugel Okay, doch wenn er die Krone für sich behält, steht das
ristische Gewebe ihm zu Gebote. Okay. Der bleiche Elf. Wir haben Casados Palast betreten. Jetzt müssen wir nur noch den Vampir selbst finden. Klinge der Grenzen. Naja. Wir haben die auferstandenen Überreste des großen Wurms Onsel besiegt. Wir sollten zum Lager zurückkehren und Herzog Ravengard informieren. Ja, schön. Denn da wissen wir noch nicht, wo der ist. Koch. Rovers Lagerhaus. Ja, ist gut. Es ist wahrscheinlich blöd, aber ich habe bis jetzt immer mit den Leuten ihre Quests zusammen gemacht. Ich könnte auch Geld zu Hause lassen, ne? Ja komm, wir lassen Geld zu Hause. Aber der hat legendäre Ausrüstung jetzt. Ach komm, wir lassen ihn jetzt zu Hause. Ich weiß nicht, ob das klug ist. Ah, egal. What's on your mind? Du musst Buch lesen. I question the wisdom of that decision, but ich auch. Ich auch. Ich halte das für eine komplett bescheuerte Idee, Astera mitzunehmen. I'll be here in the meantime. Ja. Idling away the hours. Ja, aber es ist was Persönliches mit der Serien, weißt du? Es bestimmt bekloppt bis zum geht nicht mehr. Well, hello. What can I do for you? Ja, ich brauche euch. Darling, I thought you'd never ask. Mach mir nur keine Probleme, Serien gleich. Wirklich. Ach so, du musst ja noch, stimmt. Watch your back. Wehe, du machst Faxen, wirklich. Achso, das ging ja fix. I've got a long road ahead. Gut. So, Astarion, Vampire Dens. What should I expect? Vampires would be a safe bet. Hilarious. You belong on stage. Perhaps the bloodstained sort, with a hooded man standing by, axe in hand. So long as there's a cheering crowd. As for vampire dens, I'd brace your nose. They can be very organic. Und schon fängt er ja. Ich liebe die Truppe einfach, ne? Da ist auch eigentlich, ist das so. Also ist eigentlich so mein Lieblings. Trupp, ne? Also Astarion, Schattenherz und auch Gale. Vor allem jetzt Gale. Victorias Liste. Es gibt 17 Gemälde, aber manchmal sind einige davon gleich, nur dass sie später manchmal wieder anders sind. Es gibt 17 Kandelaber. Manchmal zünde ich sie an, aber die Kerzen brennen nicht ab. Es gibt 17 Stühle, was fast immer zu viele sind. Vater sagt, wenn ich in den Ballsaal gehe, werde ich 17 Mal von 17 Ratten gebissen. Okay. Können wir die anmachen? Jo, und die bleiben sogar an. Fledermäuse. Wie klischeehaft. Guten Tag. The master is pure. His palace must be pure. No stain, no smudge, no taint. Pure. Pure, alles klar, pure. Gucken, also ich kann nichts versprechen. Ich hoffe, wir verteilen seine. Ich muss einfach. Ich krieg hier. Oh. The door is covered in intricate text, but you can't see anywhere a key might fit. Only a small round hollow engraved with a family crest.
Versuch mal. Oh, ja klar. Writing means nothing to you. You can't even recognize the script. There's writing like this all over the palace. Some old, probably dead language of Cazador's. We were strictly forbidden from learning it. Mhm. Jetzt will ich sie noch mehr lesen. Sorry, dafür verballere ich keine Inspiration. The indentation is small and features an engraving of the family crest. Beyond that, it's a perfectly normal, mysterious door. Und kann ich die jetzt öffnen oder? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Bless us, Master. Aufheben. Jo, steck ein. Steck ein. Kammerherr privat. Büro. Ist aber ziemlich pure hier alles, ne? Der hat hier nichts rumstehen. Ein Hauptbuch, mit dem der Bestand der im Saarpalast regelmäßig verwendeten Waren aufgeführt und verfolgt wird. Die Kategorien für Speisen und Getränke für Bedienstete und Gäste, Reinigungsmittel einschließlich alchemistischer Blutfleckenentferner von Beinhemd, undurchsichtige schwere Vorhänge, Kerzen unterschiedlicher Größe aus gelbem Talg und rotem und schwarzem Wachs, Lederriemen mit Schnallen, Balsame und Öle, regelmäßig zugestellte Exemplare der Zeitung Baldurs Ohr. Okay. Ballsaaltür. Kammerherr de Fay. Das konsakuranische Wörterbuch, mit dem wir neuen Dienern beibringen, wie man die Tür zum Ballsaal öffnet, ist verschwunden. Mein Siegelring allein reicht nicht aus. Die Bediensteten sollen sich um das Problem kümmern. Ich bin ja kaum dafür zuständig. Good day. Die Notiz wird in einer anderen Handschrift fortgesetzt. Good day. Die Diener und ich sind mit dem Vorbereitung für das Fest des Meisters beschäftigt. Bewegt eure Knochen aus dem Zwinger und untersucht jeden einzelnen Raum auf der Vampirbrutebene. Und zwar schnell. Findet dieses Buch. Okay, was ist das? Mysteriöses Elixier. Diese unbekannte Flüssigkeit ist nicht viskos, sondern bewegt sich mit außergewöhnlicher Trägheit, wenn sie gekippt wird. Nahkampf. Schlafen, oder was? Nimm mal mit. Verdammt, ich hätte das Buch vielleicht mal lesen sollen. Grashaus. Gott, ist nicht erreichbar, gut. Aha. Right tool will do the trick. Close. Ich wusste schon, warum ich dich mitgenommen habe. Easy. Easy. Haut da raus. Komm mal rein. Ja, natürlich. Nehmen wir.
Ein Auszug aus Die Quarasune. Ein Ratgeber zu Sexualität, Erotik und emotionaler Erfüllung mit detaillierten Schaubildern auf jeder Seite. Auf eurer Reise zur sinnlichen Harmonie müsst ihr jede leidenschaftliche Begegnung als Tanz behandeln. Eure Bewegungen sollten von einem zum anderen fließen, wie ein Fluss durch die Berge. Es wäre beispielsweise unangenehm für euch und euren Partner, in Klammern, oder eure Partner, geradewegs von der Grottenschrat in den Unterreichwirbelgriff zu wechseln. Stattdessen sollte nach anstrengenden Stellungen sanftere folgen, beispielsweise Faden durchs Gewebe oder transitive Ebene. Wichtig ist es auch, die Fürsorge für euren Partner und nach der Begegnung als letzten Schritt dieses Tanzes anzusehen. Hinweise zu Duftölen für erschöpfte Muskeln, Teemischungen für einen rauen Hals sowie Massagetechniken sind in späteren Kapiteln zu finden. Das Buch, das brauchen. Oh. Oh. Das ist der Kamera. Herr. Kannst du mit dem reden? Alright, what now? Lass die Prinzessin mal ran. Hm. What's that? Keine Ahnung. Tagebuch von Antoine Dufay, Kammerherr von Casadors Palast. Auf der letzten Seite steht geschrieben, ich weiß genug darüber, was der Meister mit seinem Ritual vorhat, um mich zu weigern, als Ersatz für dieses vermisste Balk Astarion zu dienen. Selbst wenn Casador meinen Körper findet, sollte Beinhemdstrank eine überzeugende Illusion des Todes vermitteln. Vor allem, weil ich einen ähnlich aussehenden Trank mit Säuregift zurücklassen werde. Nur um die liebe Luriana tut es mir leid, doch ich kann ihr das Geheimnis meiner einzigen Fluchtmöglichkeit nicht anvertrauen. Wenn der Trank nachlässt, wird Casador aufgestiegen sein und meine Dienste benötigen. Oder er wird nicht mehr existieren und die Herrschaft über den Palast fällt mir zu. Boah, das klingt nach einem Plan, wa? Das heißt, der Typ ist gar nicht tot? Asterion? Ach so, da bist du. Was ja. So this is it. I'm home. Aha. 2 centuries walking these halls. And I've never once seen the ballroom door locked. Casador doesn't want anything going wrong tonight. Hör mal, bist du sicher? Ihr müsst euch ihm nicht unbedingt stellen. Also ich kann auch wieder Dings holen. Oh, I've never been less sure of anything. But if I don't face him now, I never will. I'll spend the rest of my life running, watching the shadows, never feeling safe. This has to happen. Here and now. Also, there's a small matter of all that power I can steal from the bastard. So that'll be nice. Kalle? Hör mal, wie fahren sie die Diener so seltsam? They're fanatics. Here of their own free will and utterly devoted to Casador. Mhm. Each one came to our door. And begged to be given his eternal gift. They're sure he'll turn them if they serve him well enough. He'd almost feel sorry for the poor deluded souls. But they're idiots who brought this upon themselves, so don't. Nachvollziehbar. Wie sieht der Plan aus? If Casador's hiding anywhere, it'll be behind the huge locked doors covered in secret writing. Mhm. Our old kennel master Godi will have a key. But the writing. I've no idea how to read that. Ist blöd. Was ist das für ein Gefühl, wieder hier zu sein? It does feel strange. Breaking into your own home. Especially if murder's on your mind. Then again, this is hardly the strangest thing we've done together.
although it could be the most satisfying. Then ask. Quickly. Junge. Junge, was? Leere Trankflasche. Bist du sicher, dass du das mitnehmen willst? Der ist gar nicht tot. Leiche zu stark beschädigt. Okay. Hätte er vielleicht da drin sein sollen? Verdammung. Nicht erreichbar. Schäbig, du. Na gut. Saturated with necrotic magic. Best keep my distance. Okay. Und wer bist du? The woman's eyes are alert, verging on manic as she bustles about. Everything's got to be right for the master. Everything's got to be perfect. Aha. Mrs. Sportman, he'll see it. Master sees everything. Finsteres Siegel. Okay. Das interessiert mich jetzt schon. Hey, pst, komm mal her. Necrotic magic at work here. Was ist das? Wieso? How high? What a day. Habe ich nicht mir gerade eine Resistenz gegen Nekrotischen reingedrückt? Still alive, so that's progress. Victoria, denkt daran, das Buch in der alten Sprache zu lesen. Ihr werdet einige der Vokabeln benötigen, um euch im Palast frei bewegen zu können. Vater. Aha. Wieso krieg ich Schaden und wieso kriegt... Ach, das ist so scheiße. Das ist scheiße. Besser.
Helm des Schneids. Schneid. Wenn der Träger maximal 50% seiner Trefferpunkte hat, kann er eine zusätzliche Bonusaktion ausführen. Cool. Würde ich sagen. Egal. Seh mal zu, dass du wieder hier rauskommst. This ought to be good. Habt acht. Ja, ja, ich hab acht. What now? Still breathing, despite everything. Moving ahead. Hit. No one stopped me yet. Na, komm da weg von dem. Behold, one of Cazador's cheapest tricks. An illusionary wall. Illusionary. Behind it is the kennel. A fetid little cell he throws us into when displeased. Hier das, oder was? Oder wo? Wo denn? Illusion, Illusion. Hier. Zwingertür. Looks like an ambush. Was ist das? Good day. I know you're there, Golly. Stop skulking and show yourself. You always were sharp, little one. Sharp enough to cut yourself. It's taking everything I have not to grind your rotten carcass to dust. Don't be mad at Cody, child. I only did my job. Only kept you in line. You tortured us. For days at a time. Oh, yes. And you sang so sweetly for me. None of the others screamed like you did. But you're home now, and you brought me a treat, eh? A new friend for Cody. Ja, ich würde ihn gerne jetzt, aber ich glaube, das ist am klügsten. But you're too late to see the master. The doors are sealed. He will not be disturbed. Okay. Doors can be unsealed. Do you have the key? Perhaps. But the master ordered the doors closed until he was finished. Cody will not open them for anyone, much less for you. Yeah. Machen wir nochmal, ne? Ich hab schon gedacht, er will mir wieder eine Inspiration aus dem Arsch ziehen. Cody was wondering about that. Cody knows the master was searching for Astarion. He must have forgotten Astarion was lost. Here it is. Now go to him. Help him achieve his destiny. Familienring, alles klar. Kann ich hier mal reingucken? Okay. Okay. Das erwarte ich da auch schon zu finden, ne? Dann haben wir hier Rosting durch. Ich finde das voll angenehm, dass der hier Selbstbedienung
an den Tag legt. Finde ich gut. So, was ist das? Brütlingsschlafkammer. Auserwählter Brütling. Okay, dann gucken wir uns erstmal. The dormitory. This is where the spawn were kept. When we were getting neither the carrot nor the stick. Okay. Cazadors Beste. Ihr solltet vorzugsweise Beute aus den Unterschichten der Stadt jagen. Patriarchen mögen vielleicht besser riechen, aber es erregt unerwünschte Aufmerksamkeit, wenn zu viele Aristokraten verschwinden, während sie sich unters Volk mischen. Im letzten Monat habt ihr bereits einen Dulska, einen Jehasso und einen Otalon mitgebracht. Und jetzt sind drei wohlhabende Familien in Aufruhr. Seid vorsichtig. Kammerherr Dufray. Okay. Trank der Gasform. Hihi, der Knobloch in Josens Bett hat ihm einen fiesen Ausschlag beschwert. Geschieht ihm recht, weil er so ein Jammerlappen ist. Wenn ich doch nur diesen Snob Leon und seine Göre von Tochter herankommen könnte. Aber sie wird beschützt. Cazador muss einen besonderen Plan für die kleine Victoria haben. Aber welchen? Orange-Rot. Not rat. Master not feed wolf to stupid spawn. Wer quatscht denn hier? Du hast gesagt. I must be busy. Busy, busy, busy. Master might see me. Master might approve. Aha. Okay. Brauchen wir zum Feiern, wenn wir den Vampir aufs Kreuz gelegt haben. Begünstigte Brutlinge, Cazadors beste Jäger, die sich einen Aufenthalt im besonderen Schlafgemach verdient haben. Seit Jahresbeginn. Leon, Leon, Leon. Wir, Violet, Leon, Leon, Leon. Alles klar. Dann nehme ich mal an, dass Leon, Violet, ne, Victoria hieß die andere, ne? Oh, warte mal. Nehmen wir mit. Tagebuch von Leon Onufrio. Letzte Seite. Seit der Meister mich verwandelt und dazu gezwungen hat, Victoria in den Palast mitzunehmen, muss ich sein bester Jäger sein. Nur so kann ich bei meiner Tochter bleiben und sie von den anderen Brütlingen fernhalten. Mir gefällt es nicht, wie Violet sie ansieht. Überhaupt nicht. Als ich den Meister fragte, was er mit Victoria vorhat, schenkte mir Cazador nur dieses böse Lächeln. Wenn ich das nächste Mal auf die Jagd gehe, muss ich mit Figaro sprechen, um den Handel für Victorias Fluchtverkleidung abzuschließen. Wenn bis zu diesem Ritual, von dem der Meister spricht, nur genug Zeit ist. Okay. Überhaupt fällt mir ein, man könnte ja mal mit dem Mädel da sprechen, ne? No.
komm, die nehmen, da, nehmen wir einfach alle mit. Ist in Ordnung. Ja, machen wir das nochmal. Wenn es geht, mit dem Toten zu quatschen. Da hinten ist er, ne? So. Ihr bleibt nochmal hier. Die Mama geht nochmal selbst. So. Mama. Fuck. Das ist ja blöd. Gesundheitsabsaugung. Habe ich hier keinen kleinen Trank mehr? Wisst ihr, was mich irritiert? Ich gehe mal davon aus, wir brauchen nicht nur den Siegelring, sondern wir brauchen auch den Spruch, der die Tür öffnet, ne? Do what must be done. Du hast überhaupt gar keine Heilung, wa? Mädel. Schattenherz, die hat 4 Stück. Asterion, der hat auch. Sind sie wenigstens auf volle Lotte. Was sagt denn die Questbeschreibung jetzt? Eine große Tür ohne Schloss hindert uns daran, weiter in den Palast vorzudringen. Wir sollten uns nach etwas umsehen, mit dem wir sie öffnen können. Das Skelett Goday hat uns einen Siegelring gegeben, aber der uns helfen sollte, die... Okay. Ich dachte, bräuchten wir hier noch einen Übersetzer für die Sprache. Offensichtlich nicht. Gut. Aber, wenn ihr auf Uhr guckt, stellt ihr fest, dass wir so ziemlich am Ende der Folge sind. Und, wer wäre ich, wenn ich jetzt hier keinen krassen Cliffhanger reinklatschen würde? Der kommt natürlich. Von daher bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe keine Ahnung, ob die Tür überhaupt aufgeht. Ich hau jetzt hier Cliffhanger und nächste Folge stehen wir da und dann passiert ja gar nichts, weil... Aber wir haben jetzt ja alles durchgeguckt. Wie auch immer. Für heute ist Feierabend. Ich wünsche euch was. Bye, bye.